Ich habe Ihnen doch gesagt, da ist nichts. Ich habe alles abgesucht. Die Tatwaffe muss hier sein. Die einzige Möglichkeit. Zimmermann, lassen Sie den anderen Fahrstuhl zwei Stockwerke höher fahren. Zwei Stockwerke höher. So, jetzt blockieren. Und? Ich hab's! Du machst die Kinder fertig und setzt sie in den Wagen. Dann fährst du auf die andere Seite des Grundstücks. Ich komm mit dem Baby hinten raus. Wo willst du denn hin? Machen. Warten, bis sie mich holen? Das hat doch keinen Sinn. Los, mach schon, hol die Kinder! Los! Sei zart, hier sind die Kinder im Wagen. Was? Gib mir das Baby. Du willst gar nicht mit. Wohin willst du denn gehen? Du kannst nicht fliehen, nicht mit 5 Kindern. Gib mir das Baby. Du musst dich stellen. Dirk. Schuhmacher, wo ist Ihr Mann? Im Haus. Sie haben mich angelogen, von Anfang an. Der Tatwaffe sind Ihre Fingerabdrücke. Warum haben Sie Karl-Heinz Weyrich ermordet? Er fand den Verbundstoff, den Sie entwickelt haben, brillant. Hat er Ihnen das gesagt? Er hat gesagt, dass ich Karriere machen würde und viel Geld verdienen würde. Und? Ich sollte mich nur ein bisschen gedulden und noch nichts von meiner Entwicklung erzählen. Und das haben Sie getan? Ich habe geglaubt, ja. Was ist an dem Abend passiert? Ich bin zu ihm, weil ich ihn endlich um einen Vorschuss für unser Haus bitten wollte. Und da hat er mir gesagt, dass die Firma verkauft ist und mein Arbeitsplatz weg ist. Was wird das Ihre Entwicklung? Die bringt er ganz groß raus, hat er gesagt, ohne mich. Schließlich gehört sie ja ihm, da ich sie als Angestellter gemacht habe. Er streicht das Geld ein und ich sitze auf der Straße. Da haben Sie zugestochen. Er hat mich gedemütigt. Ich sei ein Verlierer, hat er gesagt. Und dann hat er gelacht. Und dann... Dann? Dann ging alles sehr schnell. Er lag auf dem Boden. Lassen Sie das. Warum?
Ihre Familie braucht Sie. Ein Mörder? Ein Vater. Kollege, festnehmen. Abführen. Es tut mir leid. Wenn Sie Hilfe brauchen, warten Sie. Das ist die Rufnummer vom Jugendamt. Die Kollegin wird Ihnen helfen. Herr Kollege, kommen Sie bitte! Viel Glück. Danke. Chrissy? Chrissy? Ich komm gleich. Geh doch schon mal in die Küche. Guten Abend. Guten Abend, Wilfried. Na? Finger weg! Au. Soll ich schon einen Tisch decken? Nee, Wilfried, heute nicht. Geh schon mal raus in den Wintergarten. Hallo, ist Wilfried. Ah, oh Mann! Claudia. Guten Abend. Du bist ja doch gekommen. Zu dem Einsiedler in seinem Haus hinterm Deich. Ach, vergiss René. Er meint es nicht so. Und du? Wie meinst du es? Das ist... Claudia. Wissen wir schon. Wir haben uns auch schon gut unterhalten. Sehr gut sogar. Ich habe einige sehr interessante Geschichten über dich erfahren. Charlotte. Setzt euch, Kinder. Das Essen wird nicht heißer. Hast du eine tolle Frau geangelt, Stubbe? Und am Montag der Fernsehfilm der Woche. Böse Jungs spielen mit ihrem Leben. Englischlehrer hier am Gymnasium. Wir müssen rauskriegen, wer dich mit Gajewski gefilmt hat. Das habe ich doch alles gar nicht gewusst. Böse Mädchen spielen mit dem Feuer. Er hat angebissen. Das sind doch eure Kinder. Ja, eben. Rebecca, ich habe Angst. Unter anderen Umständen. Montag, 20.15 Uhr im ZDF. Samstagskrimi. Hass oder Habgier? Es gibt nur noch drei Erben. Herr Berg ist tot, er ist ermordet worden. Die Macht des Geldes? Ja, ich habe fast 1 Million zur Seite gelegt. Sie stecken bis zum Hals in Schulden. Und das sehe ich mit dieser Hand gewesen, ne? Sie sind Linkshänderin. Sterben statt erben. Der Zug ist abgefahren, jetzt können Sie nicht mehr stoppen. Das Duo. Nächsten Samstag, 20.15 Uhr im ZDF.